Das Problem liegt natürlich jetzt in der Normal Map. Und zwar geht die natürlich auch nur von 0 bis 1. Das bedeutet, dass also die einzelnen Farbwerte gehen nur von 0 bis 1. Das heißt dann, dass hier nur in einer Richtung verschoben wird. Und das ist eben genau dahin, wo wir es jetzt sehen. Deshalb müssen wir jetzt hier einfach nochmal transformieren. Also mal 2.0 minus 1.0. Und dann stimmt das auch schon ganz gut. Aber wir können dann hier auch gleich noch einen Faktor hinsetzen, weil die Verzerrung so zu stark ist. Das heißt, nehmen wir mal 0.2 zum Beispiel. Auch wenn das jetzt vielleicht zu wenig ist oder was weiß ich. Wir werden es sehen. Ja, doch, funktioniert. Und jetzt sieht man, dass wir hier schon was haben, das so ein bisschen wie Wasser aussieht jedenfalls. Es bewegt sich und es spiegelt. Okay. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich die Refraktion. Die funktioniert so ähnlich, beziehungsweise eigentlich erstmal genauso. Das heißt, dass wir... wo ist es jetzt? Wie mache ich das so? Dass wir das einfach kopieren können. Hier machen wir mal Refract draus. Und dann kann das auch alles so bleiben. Allerdings ist das Template natürlich ein anderer. Das L wird zum R. Okay. Und dann können wir jetzt Color wieder einführen. Float 4 Color gleich Lerp. Das heißt, jetzt wird geblendet zwischen den beiden Texturen. Also linear geblendet. Reflect ist links und Refract setze ich mal nach rechts. Und da wir erstmal nur die Refraktion haben wollen, setze ich das mal auf 1.0 und das hier wird dann Color A. Und Color wird dann auch zurückgegeben. Ja. Und was wir jetzt noch brauchen, ist irgendwas, was wir unter der Wasseroberfläche sehen. Also warum erstellen wir nicht auch noch Schilf unter der Wasseroberfläche? Also machen wir es mal so. Minus 100 setze ich das jetzt einfach mal. So. Irgendwas ist falsch. Refract, Reflect. Ist hier was falsch? Nö. Nochmal gucken. Ach so. Ja, natürlich. Das Ganze wird natürlich auch gerendert und nicht nur das unterhalb, wo auch immer das ist. Ach, hier ist es. Das so jetzt natürlich korrekt funktioniert sogar. Aber das wird jetzt auch falsch rum angezeigt. Das heißt, ein erster Schritt ist, dass wir jetzt hier bei der Refraktion tatsächlich das umdrehen müssen. Warum müssen wir das bei der Refraktion umdrehen und beim anderen nicht? Naja, ich drehe jetzt einfach mal Aspect um. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt Scheiße oder mache ich Scheiße, wie auch immer. So, jetzt sieht man aber, dass das zumindest funktioniert. Das ist schon mal ganz gut. Warum das jetzt tatsächlich so war, wie es war, weiß ich nicht genau. Aber es funktioniert so. Okay. Jetzt fällt auf, dass dies hier über Wasser natürlich jetzt auch mit verzerrt wird am Rand. Im Hintergrund des Wassers. Wenn das Wasser jetzt nicht im Hintergrund ist, dann ist alles okay. Aber mit Wasser im Hintergrund wird es auch verzerrt und diese Verzerrungen sieht man. Das bedeutet, dass es über Wasser eigentlich nicht gerendert werden darf. Es darf gar nichts über Wasser gerendert werden bei der Refraktion. Das gleiche gilt auch für die Reflexion. Da darf unter Wasser nichts gerendert werden eigentlich. Gut, die haben wir jetzt hier nicht, aber das kann ich jetzt auch mal zeigen. Das Problem ist, so wird sichtbar. Denn das ist ja klar, wir platzieren ein View. Okay. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass ich das genau da unter platziert habe. Aber wir platzieren. Ah, ich platziere das um.
wir platzieren ja einen View unterhalb der Wasseroberfläche, der dann nach oben, also der dann die Spiegelung für uns rendert. Alles, was unterhalb der Wasseroberfläche zu sehen ist, sollte bei der Spiegelung natürlich nicht sichtbar sein. Wird es so aber. Und das müssen wir auch unterdrücken. Da könnten wir in diesem Fall jetzt einfach Fleck 1 setzen. Alternativ könnte man dem Ganzen einen Shader geben mit einer Clipping Plane. Oder das anders irgendwie noch regeln.